ist ein Creeper unten. So, machen wir den hier auch mal und den hier. Ich habe es gehört. Ist hier schon einer gespawnt? Nein. Hab ich mich wohl geirrt. Luft holen. So, dann hier. Ah ja, da geht's auch noch wohin. Egal. Weg oder was? Egal. So, der letzte Ton. Also jetzt Luft holen. Kurz umsehen. Ich glaube nicht, dass jetzt einer hier gespawnt ist, während wir hier waren. So, also wenn jetzt dann kein Axolotl da ist, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Naja, es sind auf jeden Fall sehr viele Monster da. So. Wir waren bei Waffen und Rüstungen. Glaube ich. Blöcke, Waffen und Rüstungen. Also, jetzt sind wir hier. Und das nächste Mal gehen wir dann bei Blöcke schon raus. Wenn jetzt wieder neu gespawnt wurde. Fast. Naja. Waffen und Rüstung. Dann hier. Das ist ja noch einer. Hey, das ist unfair. In ein Loch zu fallen. Plötzlich ist hier alles überflutet, einfach nur wegen dem Wasser von da oben. Das wir haben runterfallen lassen. Das war zuvor nicht so sehr überflutet, aber naja, egal.
So, zuvor waren, glaube ich, zwei leuchtenden Fische oder so hier. Jetzt ist einer da. Kein einziger Axolotl. Das ist gerade vor uns ein Fisch gespawnt. Okay. Dann wieder nach oben. Versuchen wir unser Glück mit dem nächsten Spawn. Au. Wie hat er mich hier erwischen können von... Hier ist doch gar keiner. Seltsam. So, jetzt... Gehen wir bei den Blöcken schon raus. Blöcke. Als nächstes bei alchemistischen Zutaten. Ist gerade keiner. Vorhin eben waren aber noch welche da. Also sie sind einzelne Fische. Ich glaube, vorhin war noch ein leuchtenden Fisch da, aber sonst niemand. Entsprechend müsste das jetzt ein komplett neuer Spawn sein. Oh, lustig. Die gehen alle stiften, Leute. Naja. Und jetzt gehen sie alle wieder zurück. Die fliehen einfach von mir. Lustig. Naja. Da sind auch sehr viele drin. Aber leider kein Axolotl. Okay, okay, diesmal auch kein leuchtenden Fisch. Dann gehen wir wieder nach oben und versuchen unser Glück erneut. Kann doch nicht sein, dass ich einfach kein Axolotl spawnen will. Wie viel Pech habe ich denn? So selten können die doch gar nicht sein. Vor 1.18 sind sie ja so oft gespawnt. Und wenn die Bedingungen gegeben sein sollten, sollten sie eigentlich... Die Bedingungen sind schon recht heftig, Leute. Also es ist nicht einfach, die zu erfüllen. Bin ich der Meinung. Man muss eine üppige Höhle finden und dann überall Turm platzieren. Also vom Generieren hier ist es nicht einfach. Natürlich kann man das wie wir auch einfach so machen. Naja. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir wieder runter. Und das nächste Mal ist es nur eins höher.
So. Hier gibt es wieder ein bisschen was. Das ist ein Creeper. Wir holen uns jetzt auch mal diesen Zombie hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist jetzt ein Axolotl da? Das sieht... Ich glaube, jetzt ist tatsächlich eine Hexe. Ja, die sind jetzt nicht neu gespawnt, Leute. Das heißt, wir müssen mindestens bis zu den Blöcken gehen. Sonst spawnen sie nicht neu. Dann wissen wir jetzt, wie weit wir gehen können, um möglichst schnell immer wieder die Fische neu spawnen zu lassen und hoffentlich auch bald mal einen Axolotl. So, Blöcke bis hierher. Und jetzt können wir wieder runter. Jetzt müssten wir weit genug weg gewesen sein, damit sie despawnen und dann auch wieder neu spawnen. Daneben. Das ist ein Creeper. Und ein Zombie. Creeper. Ah, falscher Zombie. Super. Die Spitzhacke ist wirklich fast wieder voll, Leute. Das gefällt mir. Ja, jetzt ist wieder neu gespawnt. Definitiv. Ich sehe aber keinen Axolotl. Tja. Dann gehen wir wieder nach oben und versuchen den nächsten Spawn. Irgendwann muss ja mal ein Axolotl erscheinen.
Blöcke. So, und wieder runter. So, bitte lass jetzt einen Axolotl da sein. Die Bedingungen sind gegeben. Und zumindest einmal hat es ja schon funktioniert. Wow. Das war jetzt knapp. Der springt garantiert hinterher. Er springt mir nicht hinterher. Vielleicht hat er sich auch in die Luft gejagt, ohne dass ich es gehört habe. Naja. Okay, ich sehe keinen Axolotl. Auch hier nicht. Lol. Ich könnte also viel schneller nach oben. Sind jetzt alle weg? Vielleicht muss ich das Gebiet mal entladen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach und bringe schon mal den Einachslotel weg. Und dann komme ich zurück und hole den zweiten. Irgendwann muss der ja einfach auftauchen, Leute. Es kann nicht sein, dass wir so unglaublich viel Pech haben.